Hier haben wir es jetzt also endlich, den Messeschlager sozusagen, das Gerät, von dem im Vorwege so viele Gerüchte verbreitet wurden, das sogenannte G2 für Vodafone, also das Android-Handy für Vodafone. Offiziell heißt es allerdings HTC Magic. Dass ich das Gerät so merkwürdig halte, hat seinen guten Grund, denn eigentlich dürfte ich das so gar nicht abfilmen und es dürften auch keine Fotos von dieser Variante veröffentlicht werden. So zumindest will es Google. Der Suchmaschinenriese hat nämlich kurz vor Messebeginn die Idee gehabt, dass eigentlich doch ein Google-Button nicht schlecht wäre, der hier unten dann noch hin soll. Wir schauen uns das Gerät aber trotzdem schon mal an. Der erste Eindruck des HTC Magic ist schon mal sehr gefällig. Angenehm abgerundete Kanten, 119 Gramm leicht und vor allen Dingen nur 13 mm flach. Es liegt vor allen Dingen daran, dass die große Schreibmaschinentastatur des G1 fehlt. Das HTC Magic verfügt über insgesamt drei Startbildschirme, durch die man horizontal durchscrollen kann. Ganz so, wie man es auch vom G1 her schon kennt. Die Widgets, also die kleinen Mini-Anwendungen wie die Uhr, können beliebig platziert werden. Und von hier unten holt man das Hauptmenü auf den Schirm. Natürlich kann man die Listen mit dem bloßen Finger anfassen. Mit einem Klick geht das Ganze wieder zu. Am oberen Bildrand gibt es außerdem noch eine Statusleiste, die man durch eine Abwärtsbewegung des Daumens aufklappen und aufwärts wieder zuklappen kann. Die Listen lassen sich selbstverständlich mit dem bloßen Finger bedienen und ebenso elegant und schnell wie auf dem iPhone auf- und abwärts scrollen. So sieht das virtuelle Keyboard aus. Angeblich soll das HTC Magic über Autorotation verfügen. Soll heißen, sobald man das Gerät ins Querformat kippt, folgt automatisch auch der Display-Inhalt. Hier bei unserem Muster hat es jetzt im Augenblick noch nicht geklappt. Das mag aber auch möglicherweise an den Einstellungen liegen. Hier unten haben wir dann noch den Trackball, über den sich alternativ statt über den Touchscreen natürlich ebenfalls durch die Anwendungen, durch die Screens navigieren lässt. Der erste Eindruck des G2 alias HTC Magic lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Ein G1 ohne Schreibmaschinentastatur. Ab April haben Käufer in Deutschland dann die Qual der Wahl. Entweder das G1 etwas größer mit Ausziehtastatur oder das kleinere G2 kompakter, dafür aber nur mit virtueller Tastatur. So viel für den Augenblick zum G2 von Vodafone alias HTC Magic. Es soll, wie gesagt, ab April in Deutschland erhältlich sein. Der Preis wurde noch nicht genannt. Und ich sehe mich jetzt hier noch ein bisschen auf der Messe um und melde mich morgen wieder mit weiteren Neuheiten. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie mobil.